Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Herr Minister, ist eine Gefährdung der Bevölkerung der Bundesrepublik auszuschließen? Ja, ja. Tschernobyl, die sich nach dem Unfall sichelförmig nach Nordwesten ausbreitete, treibt nach Angaben von Meteorologen inzwischen wieder zurück. Die Strahlungsintensität in Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark ist gesunken. Es gibt überhaupt keine Gefahr für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland oder in anderen Ländern. Der Ausmaß der Verwahre ist von begrenztem Charakter. Die Wettersituation hat sich jetzt ein bisschen verändert. Die Windrichtung hat sich gedreht und wir bekommen jetzt praktisch nach Süddeutschland ganz schwach eine Ostkomponente. Das heißt, die Luft kommt direkt aus dem nördlichen Schwarzmeerraum in den nächsten Tagen zu uns. In Berlin gibt es 4 Stellen, die die Radioaktivität messen. Das Hahn-Meitner-Institut, das Strahlenschutzamt, der Wetterdienst der FU und der Deutsche Wetterdienst in Tempelhofen. Die Spaltprodukte Jod 131 und Cäsium sind der Beweis dafür, dass die radioaktiven Strahlungen aus dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl stammen. Ganz schwach. Das ist natürlich ein Alarmzeichen, dass eine Aktivität überhaupt erhöht ist. Und deshalb nehmen wir so sehr die Dinge ernst. Schwacher bis mäßiger, tagsüber aufgeschüttet, überwiegend aus nordöstlichen Richtungen. Eine Ostkomponente. Schwacher, tagsüber aufgebender Wind aus Nordost bis Südost. Ganz schwach. Das Atomkraftwerk Tschernobyl und seine Umgebung. Fotografiert von amerikanischen Satelliten. Die Farbe deutet auf eine extreme Hitzeentwicklung hin. In der DDR ist der Reaktorunfall ein Thema geworden. Auch hier wurde in einer Sondersendung des Fernsehens von Experten mehrfach betont, dass es zu keiner Zeit für die Menschen in der DDR eine Gefahr gegeben hat. Strahlenkontrollen an deutsch-deutschen Grenzübergängen. Die Autoinsassen werden gebeten, ihre Wagen zu waschen und die Luftfilter der Motoren zu wechseln. Am Grenzübergang Helmstedt wurde bisher bei 6 Lastzügen eine erhöhte Strahlenbelastung registriert. Keine Zeit für Menschen in der DDR eine Gefahr gegeben. Am Übergang Herleshausen an der DDR-Grenze gingen die LKW-Kontrollen weiter. Bisher wurden mehr als 40 strahlenbelastete Fahrzeuge aus der Sowjetunion und Polen festgehalten. 27 davon wurden als stark verseucht bezeichnet. Inzwischen stauen sich die Lastwagen über mehrere hundert Meter, weil die deutschen Behörden sich noch nicht im Klaren darüber sind, wie die Fahrzeuge entsorgt werden können.
haben ja in Polen die Kühe die nächsten Tage nicht ausgeweitet. Die Behörden in Bukarest hatten am Nachmittag wegen erhöhter radioaktiver Belastung den Alarmzustand ausgelöst. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurde die Bevölkerung aufgerufen, vorläufig in den Häusern zu bleiben und weitere Anweisungen abzuwarten. Gemüse gründlich waschen. Das ist der Ratschlag an die Verbraucher in Polen. Atomkraftwerke völlig sinnlos. Sie sind nicht sicher, sagt diese Mutter, die mit ihrem Kind vor einem Gesundheitszentrum auf die Austeilung von Jod wartet. In Polen ist das Nachbarland mit der höchsten Strahlenbelastung. 8 Tage nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl stellt sich für die Bundesrepublik die Lage so dar. Gefahr erhöhter Radioaktivität im Boden, weitgehend rückläufige Strahlenbelastung in der Luft, keine Entwarnung für Vorsorgemaßnahmen. Die weitere Entwicklung hängt weitgehend davon ab, ob es Niederschläge geben wird und noch vorhandener radioaktiver Staub in der Luft in den Boden eindringen kann. Schwacher, tagsüber auflebender Wind aus Nordost bis Südost. Nachfolgend einzelne Wärmegewitter. Ansonsten zugelassenen Jahresdosis von 90 Milligramm erreichen. Anfängliche Feststellung, dass keine akute Gefahr bestehe, steht im Widerspruch zu den jetzt empfohlenen Verhaltensregeln. Ganz schwach, eine Ostkomponente. In Baden-Württemberg gibt es seit heute Morgen auf Märkten und im Großmarkt Halle praktisch ein Verkaufsverbot für Blattgemüse aus dem Freilandanbau. Wie hier in Stuttgart waren die Beamten des Wirtschaftskontrolldienstes angewiesen worden, dafür zu sorgen, dass Salat, Spinat, Mangold, Petersilie oder Schnittlauch nicht in den Handel kommen. In einigen Städten der Bundesrepublik, wie zum Beispiel in Wiesbaden, wurden inzwischen die Spielplätze geschlossen. Messungen hatten ergeben, dass unter anderem Sandkästen hohe radioaktive Werte aufweisen. In München haben die Behörden das erste schon geöffnete Freibad wieder geschlossen. Wir haben noch einmal festgestellt, dass nach der Einschätzung aller beteiligten Ressorts und auf der Grundlage der Beratung durch die sachverständigen Kommissionen, dass es zu keiner Zeit eine Gefährdung unserer Bevölkerung gegeben hat. Wohin also mit dem vertrauten Salat, der hier in Schifferstadt zentnerweise in den Steigen vor sich hinwächst? Ehrlich zu sein, weiß das bisher kein Mensch. Wie sieht es mit den langfristigen Gefährdungen aus? Da sind die kurzlebigen Nuklide nicht betroffen.
Aber wir haben zwei langlebige Nuklide, die uns etwas Sorgen bereiten. Einmal Cäsium-137, was wir in den Gammaspektren gesehen haben. Und zum Zweiten Strontium-90. Das nämlich zerfällt erst nach 28 Jahren zur Hälfte. Es gibt Eltern, die für ihre Kinder nicht nur das Notwendige, sondern das Beste tun wollen. Was raten Sie diesen Eltern? Diesen Eltern würde ich raten, ihre Kinder, ihre Kleinkinder mit Trockenmilch zu ernähren. Nur leben wir jetzt halt eben in diesem Strahlenfeld. Es ist äußerst schwierig, hier Nischen zu finden, wo man dem entweichen kann. Es gibt überhaupt keine Gefahr für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland oder in anderen Ländern. Der Ausmaß der Havare ist vom begrenzten Charakter. Herr Minister, ist eine Gefährdung der Bevölkerung in der Bundesrepublik auszuschließen? Ja, absolut auszuschließen.